alle Freunde, zwischen den Moralvorstellungen der verschiedensten Völker unserer Erde besteht eine so große Übereinstimmung, dass man vermuten kann, dass eine Urmoral bereits bestand, als Menschen vor etwa 50.000 Jahren von Afrika aus die Erde zu besiedeln begannen, also lange vor der Entstehung der Weltreligionen. Die Religionsstifter fanden vermutlich die gleiche Urmoral vor. Die weitgehend übereinstimmenden ethischen Forderungen der Weltreligionen wiederum konnte der Theologe Hans Küng zu einem Weltethos zusammenfassen, das 1993 vom Parlament der Weltreligionen in Chicago verabschiedet wurde und vermutlich ein Spiegel der Urmoral ist. Das Weltethos ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer globalen Ethik. Kern einer solchen globalen Ethik ist die goldene Regel: Achte alle Menschen und behandle sie so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Heute muss man hinzufügen: Erhaltet unseren Planeten und bemüht euch, am Frieden in der Welt mitzuarbeiten. Tschüss.